Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Wir bauen gerade eine Villa mit Teich und da müssen wir hier beim aktuellen Bauabschnitt, dem ersten Bauabschnitt von diesem Bau, von dem Bau der Villa mit Teich, da müssen wir hier eine große Grube ausheben, wo dann später wahrscheinlich der Keller reinkommen wird. Und wie ihr seht, haben wir hier schon einen Teil der Grube bereits ausgehoben. Die ganze Erde haben wir hier drüben abgeladen, genau. Die müssen wir jetzt nicht irgendwie auf einen Muldenkipper verladen und dann zum Kieswerk bringen, sondern wir müssen hier lediglich die Grube ausheben. Die Erde können wir irgendwo neben die Grube abladen. Und da werden wir jetzt gleich hier weitermachen mit dem Ausheben der Grube. Circa ein Viertel, beziehungsweise naja, ein bisschen weniger als ein Viertel, haben wir jetzt bereits hier schon ausgehoben. Kann man hier so ungefähr an der Fortschrittsanzeige erkennen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir jetzt noch ausheben müssen, bis wir dann gefragt werden, ob wir noch weiter baggern möchten. Und da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt am besten uns positionieren. Die nächste Erde, würde ich sagen, laden wir jetzt alles mal dort drüben ab. Genau, das heißt, wir drehen den Bagger mal so. So ist, glaube ich, am schnellsten, ne? Genau. Und fahren noch ein Stück zurück. Und dann können wir das Ganze mal so darüber laden, würde ich sagen. Genau, das heißt, wieder Modus wechseln. Können wir auch mal kurz drehen. Können gleich auch mal ein bisschen wieder aus der Innenansicht baggern. Ich will nur mal kurz noch mal ein paar Screenshots machen. Und dazu gerade nochmal hier irgendwie so genau ansetzen. Kann man hier vielleicht nochmal ein paar den einen oder anderen Screenshot machen, den ich eventuell später dann fürs Thumbnail verwenden kann. Dann habe ich das auch schon mal hier erledigt. Muss ich mich dann später im Teil nicht noch drum kümmern. Und genau, kann jetzt auch schön über das Thema weitersprechen, über das ich letztes Mal angefangen habe zu sprechen. Und zwar haben sich ja in letzter Zeit einige von euch gewünscht, dass ich mal über das Thema meine Schulzeit spreche. Und da habe ich im letzten Teil ja schon damit angefangen, euch ein bisschen was dazu erzählen. Also erstmal so allgemein über meine Schullaufbahn, dass ich erst in der Grundschule war, dann aufs Gymnasium später gegangen bin. Also nicht in der Vorschule war zum Beispiel. Und halt noch andere Sachen, habe ich euch ja schon einiges drüber erzählt. Meine Leistungskurse im Moment und so weiter und so fort. Ah, da kommt schon die Frage, ob wir weiterbaggern möchten. Oh Mann, nein. Genau, so. Ging jetzt doch schneller, als ich eben dachte, dass die Frage kommt. Ich dachte, das würde länger dauern. Genau, und unter anderem hatte ich euch ja noch erzählt, dass ich jetzt nächstes Jahr Abitur machen werde. Also ich bin ja 17 Jahre alt. Und werde jetzt, genau, halt nächstes Jahr im März dann Abitur machen. Da fangen ja dann die schriftlichen Prüfungen, glaube ich, an. Und im Moment bin ich dann in der Q3 und in der Q4 macht man ja dann sein Abitur. Genau. Und da hatte ich ja schon einiges dazu erzählt. Falls ihr den Teil nicht gesehen habt, schaut euch am besten nochmal an. Da habe ich ja schon mal einiges zu meiner Schulzeit erzählt. Aber ein bisschen was wollte ich noch ergänzen, ein bisschen was dazu wollte ich noch erzählen. Das habe ich halt nicht alles geschafft, letztes Mal alles zu erwähnen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was wir als nächstes machen müssen. So, neuer Erfolg. Wir haben 25 Baggermissionen abgeschlossen. 25 Mal jetzt hier schon gebaggert. So. Und jetzt müssen wir was gießen, und zwar da die vorbereiteten Elemente. Ui, da bin ich gerade in der Laterne hängen geblieben, habe ich eben nur auf die Baustelle geschaut und nicht mehr vorausgeschaut. So. Das müssen wir gießen, dann machen wir das doch mal. Ah, guck mal da, warte mal. Lass uns kurz mal angucken. Seht ihr da kann man jetzt so in den Keller reingehen. Genau, den haben wir hier schön ausgehoben, da haben sie hier einen großen Keller. Hier mit hier einem Raum. Oh, das ist schon ein großer, richtig großer, geräumiger Keller. Gut, der ist ja auch unter dem kompletten Haus. Das komplette Haus ist ja dann unterkellert. So, dann muss das Fundament gegossen werden. Und die Fahrzeuge sind ja alle beim Hof. Dann holen wir die mal alle hierher. Aber wir versetzen die hierher, sonst dauert das zu lang. Weil das liegt ja am anderen Ende von Fuchsberg beides. Also wir haben das hier. Wir müssen hier zum Sonnenberg. Das ist ja ganz am anderen Ende. So, genau. Da wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Also, erstmal zum Ersten. Hatte ich ja letztes Mal schon kurz erwähnt, dass ich zeitweise im Gymnasium in eine gewisse Zeit lang in der Schule in manchen Fächern bilingual unterrichtet wurde. Und bevor ich dazu komme, wann ich das genau weiß, mal was bilingual ist. Und zwar, wir haben das immer so mit Bili abgekürzt, also sie abkürzt für bilingual. Und bilingual steht ja so für zweisprachig. Und zwar wurde ich halt da in manchen Fächern halt zweisprachig sozusagen unterrichtet. Und zwar jetzt halt dann in Deutsch und Englisch. Halt so, so eine Mischung sozusagen. Also teilweise wurde die Stunde halt auf Englisch gehalten, da wurde halt dann auf Englisch gesprochen. Manchmal halt dann teilweise wieder auf Deutsch. Das ist dann wirklich unterschiedlich gewesen. Es ist auch oft vom Lehrer abhängig gewesen, wie viel wir dann in Englisch gemacht haben, wie viel dann in Deutsch. Es gab einige Lehrer, die haben ziemlich viel dann immer noch in Deutsch gemacht. Die haben vielleicht einmal irgendwie vergessen, halt in Englisch dann weiterzumachen oder sowas. Oder andere Lehrer, die haben
fast 80-90% in Englisch gemacht. Also es war wirklich ziemlich viel vom Lehrer abhängig, wie viel dann wirklich am Ende dann in Englisch war und wie viel nicht. Und ja, dann gab es halt manchmal englische Arbeitsblätter oder nicht. Und meistens gab es auch für die Fächer auch ein englisches Buch, zumindest für die Naturwissenschaften. Also ich hatte Biologie, Chemie und Physik, wurde ich bilingual unterrichtet, also halt in Englisch, Deutsch, so beides. Und dafür gab es auch immer irgendwie ein bilinguales, also ein englisches Buch, das war halt komplett auf Englisch auch. Meistens haben wir aber Englisch und deutsches Buch bekommen, um halt auch noch ein deutsches lernen zu können, genau. Aber im Unterricht wurde eigentlich meistens immer mit dem englischen Buch gearbeitet. Und dann noch, sofern wir halt mit dem Buch gearbeitet haben. Also, kennst du vielleicht auch, dass manche Lehrer halt gar nicht mit dem Buch arbeiten, andere arbeiten jede Menge mit dem Buch. Da gibt es ja wirklich unterschiedlichsten Lehrer. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also, ich hatte da auch schon, auch in meiner Schulzeit, wirklich alle unterschiedlichsten Arten von Lehrern. Genau, kennt ihr wahrscheinlich auch. Also, da gibt es ja viele unterschiedliche Arten von Lehrern sozusagen. Und viele davon hatte ich auch in meiner Schulzeit, genau. Beziehungsweise habe ich im Moment auch. Habe ich ja auch noch, weil ich bin ja im Moment noch in der Schule. Genau, und ja, da wurde ich halt in einigen Fächern in bilingual, also Bili, in halt zweisprachig unterrichtet, diesen halt den drei Naturwissenschaften und zusätzlich noch in Mathe, genau. Und es war, glaube ich, damals, als ich, als halt damit Bili angefangen hat, als ich halt dann in diese Klassenstufe gekommen bin, wo es halt dann losging mit dem Bilingual. Ich glaube, da hat damals unser Sportlehrer auch noch gesagt, dass, oder stand irgendwo auf dem Plan auch sogar, dass Sport auch in Englisch, also in Bilingual unterrichtet werden sollte. Aber ich glaube, in unserer Schule gibt es einfach halt keinen Sportlehrer, der das in Bilingual unterrichtet. Deswegen war das halt dann nicht, dass der Sport noch in Bilingual war. Wobei, gut, Sport muss jetzt auch nicht in Bilingual unterrichtet werden. In anderen Fächern kann ich mir das schon besser vorstellen, dass man das gut machen kann. Also bei denen, wo das halt auch unterrichtet wird, in Bilingual, kann ich mir schon besser vorstellen als halt in Sport. Genau. Kurz hier mal das weg. Kurz mal ein Screenshot. So. Kann ich hier einblenden. Und, genau, wurde ich halt in den Fächern bilingual unterrichtet. Und jetzt mal von wann bis wann ich es eigentlich war. Also, fünfte und sechste Klasse war so ganz normal der Unterricht halt. Also halt alle komplette Unterricht auf Deutsch. Und dann, genau, da ist auch die Klasse halt, in die man in der fünften Klasse gekommen ist, war auch noch die gleiche in der sechsten Klasse dann. Aber dann wurde wieder ab der siebten Klasse, wurden dann wieder neue Klassen sozusagen zusammengestellt. Und zwar halt dann auf diesem Prinzip mit dem Bilingual oder nicht Bilingual. Und genau, das war halt dann von der siebten bis zur neunten Klasse, wurde ich dann in Bilingual unterrichtet. Man konnte dann nämlich so wählen zwischen verschiedenen, Zweigen nennt man das ja, glaube ich, dann. Also halt entweder Bilingual, wie ich ja dann halt gewählt habe. Alternativ gäbe es dann noch halt den MINT-Bereich. Das wäre dann halt ganz klassischer Unterricht, halt alles halt in Deutsch. Und da halt MINT steht halt dann für so Naturwissenschaften. Also da hätte man halt dann ganz normal Naturwissenschaften gehabt. Und glaube ich noch Informatik zusätzlich, das hatte ich halt zum Beispiel halt nicht, genau. Habe ich halt dann erst später halt dazu gewählt, als es dann ging. Habe ich dann später erst Informatik gemacht, in der Oberstufe, genau halt. Aber wie gesagt, von der 7. bis zur 9. Klasse wurde ich halt in diesen paar Fächern da bilingual unterrichtet, war halt in diesem bilingualen Zweig sozusagen, genau. Ich glaube, in unserer Schule, glaube ich, zwei Klassen, die dann bilingual unterrichtet wurden, genau. Und da hat man halt dann gewählt, halt am Ende der 6. Klasse, was man halt da haben will. Halt entweder bilingual oder das MINT, und es gab halt noch ein weiteres, und zwar heißt es Gestaltung. Das ist halt dann so, dass man mehr auf so Gestaltungsfächer fokussiert hat. Kunst oder was war das? Kunst darstellen, Spiel und Musik ist es, glaube ich. Aber da kenne ich mich gar nicht so genau aus, wie das genau gemeint ist, weil das hatte ich halt nicht. MINT habe ich mich eher noch mit beschäftigt, weil das für mich eher noch eine Alternative war. Aber Gestaltung wollte ich halt nicht machen. Genau, deswegen. Aber ich bin halt ja dann in Billy gegangen. Genau, von der 7. bis zur 9. Klasse war das da. Und auf dieser Basis wurden halt dann wieder neue Klassen zusammengestellt, je nachdem, was man halt da gewählt hat. Wobei die Bili-Klassen halt, da die Schüler, die Bili gewählt haben, jeweils in zwei Klassen zusammengekommen sind. Also zwei Klassen waren es halt geworden, weil sie viele gewählt haben. Und die Gestaltung und MINT-Schüler sind, glaube ich, zusammen in eine Klasse gekommen. Aber da war es halt dann so, dass irgendwie halt dann die Gestaltung hatten halt dann teilweise halt andere Fächer halt manchmal als halt die
die MINT gewählt haben, aber halt zum Beispiel Mathe oder so haben halt dann die alle zusammen in einem Klassenverband gehabt und so weiter. Also so war es bei mir von der 7. bis zur 9. Klasse. Also 5. bis 6. Klasse war eine Klasse, dann wurde bis zur 7. bis zur 9. Klasse wieder eine neue Klasse, wieder eine neue Klasse dann zusammengestellt. Und gut, ab der E-Phase, also ab der Oberstufe, sind es ja dann eh Kurse dann gewesen. Und genau, ab der E-Phase habe ich dann auch Informatik zugewählt. Konnte ich halt leider vorher nie machen. Wobei ich glaube, so viel Programmieren war damals noch gar nicht in der 7. bis 9. Klasse. Da war ja auch nochmal sowas wie mit Excel und Word arbeiten und sowas. So halt so, ich glaube EDV heißen ja die Programme, ne? EDV-Kenntnisse nennt man das ja, glaube ich, bei Bewerbungen immer, wenn man sagt, man kann halt gut mit Word oder sowas arbeiten. Also so EDV-Kenntnisse wurden einem da vermittelt, eher meine ich zumindest, auch immer so gehört zu haben von anderen, die halt da in diesem Bereich dann gewechselt sind, beziehungsweise die diesen Bereich dann hatten. So, Baugerüst Holz holen wir jetzt hier mal, bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Baugerüst haben wir, glaube ich, fast noch nie geholt. Wandgrundierungen sind, glaube ich, zwei, ne? Genau, jetzt ist nämlich, genau, ist nämlich weiß jetzt geworden. Und Baugerüst Holz einmal. Das war's. So, Baugerüst steht hier, ne? Ah, doch, sowas haben wir schon mal geholt, oder? Doch, sowas haben wir, glaube ich, schon mal geholt. Und da die Wandgrundierung laden wir die erstmal mit dem Gabelstapler auf. Genau, was wollte ich sagen? Genau, also so war dann halt ab der E-Phase wieder Kurse und dann bin ich halt habe ich auch Informatik. Und ab der E-Phase habe ich aber trotzdem weiter noch manche Fächer in Billi gewählt. Das kann man ja, konnte man jetzt auch machen, bis jetzt halt, bis zum Abitur, konnte man halt immer noch einige Fächer in Bilingual nehmen. Zurzeit habe ich auch noch sogar einfach noch in Bilingual. Genau, also in der E-Phase habe ich dann, hatte ich auch noch, ich glaube, in der E-Phase hatte ich dann noch Chemie, Bio und Mathe in, also in Bilingual in Englisch. Ich glaube, Physik war dann das einzige Fach von denen, die ich davor in Bilingual hatte, die ich halt dann nicht mehr in Bilingual hatte. Genau, es gibt ja insgesamt 4 Fächer, die man da bilingual unterrichtet werden kann. Und 3 davon habe ich dann noch in der E-Phase in Bilingual weitergemacht. Und Physik hatte ich dann auf Deutsch. Und dann in der Q-Phase hat man wieder Neujahr dann gewählt. Und da ich ja dann Chemie-LK hatte, konnte ich halt Chemie nicht mehr in Bilingual machen, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch noch in Bilingual weitergemacht, genau. Aber da ich ja Chemie als LK mache, ist halt dann ja in Deutsch, genau. Und dann Mathe habe ich auch als LK und da gab es auch Mathe Bili LK, aber wenn ich es schon als LK nehme, habe ich mir gedacht, nehme ich dann doch lieber halt das in Deutsch, genau. Und genau, habe halt dann Mathe jetzt auch auf Deutsch. Mathe Bili LK gibt es, glaube ich, auch nur einen. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Ob der so voll ist wie auch normaler LK Mathe, weiß ich gar nicht. Und, genau, guck mal, wir sind bald Level 17, sehr schön. Fällt mir jetzt immer gerade so spontan auf. Gucken, dass wir so fahren können, ohne dass es hier groß verrutscht. Genau, in der E-Phase hatte ich halt, genau, das hatte ich eben gesagt, aber in der Q-Phase waren dann wieder neue Wahlen. Also wieder, halt, kann man wieder komplett neu wählen. Und seitdem habe ich ja dann auch Bio, wie ich es letztes Mal erzählt habe, ja abgewählt, deswegen habe ich dann auch kein Bio mehr, ja, weil ich ja nicht mehr gewählt habe, habe ich es halt auch nicht mehr gehabt und dementsprechend habe ich es jetzt weder auf Deutsch noch auf Englisch. Wobei ich dann wahrscheinlich auch Bili weitergemacht hätte, wenn ich ja vorher halt schon alles in Bili und so gehabt hätte. Denke ich mal. Weil bei Physik habe ich es jetzt aber wieder so gemacht. Physik habe ich wieder auf, habe ich wieder in Bili jetzt gewählt, genau. Und das ist auch im Moment das einzige Fach, was ich jetzt noch in, wo ich noch in Bilingual unterrichtet werde. Also es ist halt immer Englisch-Deutsch. Es ist jetzt nicht so, dass ihr denkt, muss jetzt nicht denken, dass der Unterricht komplett auf Deutsch ist, sondern nicht, dass er komplett auf Englisch ist, sondern es ist wirklich so eine komplette Mischung. Also es sind halt einmal Arbeitsblätter, mal auf Englisch, mal auf Deutsch. Wir nutzen das deutsche und das englische Buch. Wobei wir, nein, Physik nutzen, glaube ich, eher weniger das Buch. Oder ich lerne immer so, für Arbeiten lerne ich eigentlich meistens mit dem deutschen Buch, weil ich da das alles ziemlich gut verstehe, genau. Aber Unterricht ist halt wirklich immer unterschiedlich. Meine Tafelanschrieb auf Deutsch, mal auf Englisch, also das ist wirklich, ja, variiert da schon, ja, genau. So, guck mal, hier sehr schön alles aufgeladen. Also so viel mal zu diesen Bilingualen, genau. Ihr seht, mit der Zeit ist es halt schon immer weniger geworden, wo ich jetzt in Bilingual unterrichtet werde, aber das hat auch halt was mit zu tun mit meinen, dass ich halt die LKs gewählt habe und so weiter, wo es halt dann so ist, dass man halt da in Deutsch unterrichtet wird und so. So. Können wir den so zur Baustelle vielleicht sogar mal versetzen? Ah ne, Fahrzeuge mit Ladung können nicht geliefert werden, genau.
genau. Jetzt bin ich noch nicht ganz fertig geworden. Eine Sache wollte ich noch, nämlich zum Klassenfahrten wollte ich euch nur mal erzählen, wo ich da mal so schon mal hingefahren bin. Und das werde ich euch aber dann im nächsten Teil erzählen, denn das war es an der Stelle schon wieder von dem Teil hier, von Let's Play Bausimulator 2015. Wenn er euch gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht werden wir sogar nächstes Mal oder dann schon im übernächsten Teil dann sogar schon Level 17 erreichen. Vielleicht gibt es dann sogar wieder neue Sonderaufträge, wäre sehr, sehr cool. Genau, seht ihr, hier sind nicht mehr viele Erfahrungspunkte, die uns fehlen. Wobei noch 1400 noch circa. Na gut, mal gucken, wie weit wir im nächsten Teil kommen werden. Das ist erstmal an der Stelle von dem Teil hier. Wenn euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video positiv zu bewerten, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr das noch machen würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1, ciao.